Angesichts des andauernden Streits in der Ampelkoalition liegen die Regierungsparteien in der Wählergunst insgesamt 13 Prozentpunkte unter ihrem Wahlergebnis von vor knapp 2 Jahren. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA jede Woche für die Bild am Sonntag erhebt, verharrt die SPD bei 18%, während sie bei der Bundestagswahl 2021 noch 25,7% erreichte. Die Grünen erreichen unverändert 14%, die FDP verliert einen Punkt auf 7%. Zusammengenommen sind das nur noch 39% für die Ampelpartner. Unverändert zur Vorwoche liegt die Union mit 27% vor der AfD mit 21%. Die Linke kommt weiterhin auf 5%. Die Sonstigen würden 8% wählen. Bei der Wahl vor 2 Jahren erreichten CDU/CSU 24,1%, die AfD 10,3% und die Linke 4,9%.